Hallo, willkommen zurück bei Elite Dangerous. Joa, wir sind unterwegs zu einem kleinen Zwischenziel, nämlich Elimes. Irgendwie Elimes Remnant, so ein planetarer Nebel scheinbar, um einen Neutronenstern. Auf dem Weg dorthin habe ich um, ich glaube, so A-Stern, habe ich das hier gefunden. Das sieht zwar recht unscheinbar aus, ist aber eine terraformierbare Welt mit Ringen. Das würde ich auch so noch nicht gesehen. Und zwar, das ist, nein, nicht diese hier, die ist landbar, das Ding hier. Ne, ist doch nur F-Stern. Genau. Der hier könnte terraformiert werden. 1,7 G. Und sogar Ring. Das hatte ich so noch gar nicht gesehen. Gut, dann wollte ich jetzt nur mal kurz noch zeigen. Natürlich ist unser nächstes Ziel direkt hinter der Ringe. Aber nicht schlimm. So, wir haben ganz genau noch 4 Sprünge bis zu unserem Ziel. Und eigentlich sollten wir schon etwas sehen. Wenn ich mich vorhin nicht allzu sehr verguckt habe. Zuerst mal an dem Planet hier vorbei. Krebse. Ja, genau, hier ist die Masinas, der verwaschene blaue Fleck hier vorne. So, der hier. Dieser. Das ist, denke ich mal, unser Ziel. Würde ich mal stark annehmen, da auf der Karte auch so blau ist. Und insofern, mal hin. Und da das ein Neutronenstern ist, ist es gerade praktisch. Dann können wir von der Maus aufladen und zum nächsten Zwischenziel springen. Also ist nicht zum offiziellen, sondern ach, was wo ich rausgesucht habe, so Sehenswürdigkeiten der Nähe. Das gucken wir uns auch noch an dann. Also noch 2 Sehenswürdigkeiten in der Nähe, zusätzlich zu dem man sonst insgesamt 3. Und wenn wir die abgegrast haben, dann geht es weiter auf dem Colonia Connection Highway. Jo, er wird schon ein bisschen größer. Sehr schön. 17 Himmelskörper. Das könnte man eventuell noch scannen. Ja, ist jetzt nichts Wesentliches hier, aber. Wenn es schon unentdeckt ist, wieso eigentlich nicht? So, hier könnte eventuell das Ding hier drin sein. So, damit hätte man die Gasriese. Der Rest von der Bagage ist woanders. So, gucken wir mal schnell, ob es irgendwas Besonderes hier gibt. Beziehungsweise besonders klein oder so. Nö, eigentlich nicht. Oh, auch nur mal K-Stern. Eventuell
nicht kurz die Route nochmal umplane, dass ich nicht direkt in das System springe, sondern nur ganz kurz davor. Dann kann man mal den Nebel noch ein bisschen von außen komplett sehen, ein bisschen größer. Weil momentan sind wir noch recht weit davon entfernt, dass er nur so klein ist. Ich habe gerade nicht aufgepasst, der Stern, ist der schon bekannt oder nicht? Der ist schon bekannt. Jane McLean. Also nicht der John McLean, die Jane McLean. Oh ja, gucken wir da an. Der wird schon ein bisschen größer, nicht schlecht. Also Eichfield ist hier noch gar nicht gescannt, deshalb würde ich da mal falsch behaupten. Ne, Moment, das sind die Dappiche Dingenskirchens hier. Die Asteroidencluster. Hallo? Ah, hier. Komm, irgendwo war das in der Nähe. So. Nächster Sprung wieder, orange, gelb. Okay, dann gucken wir, dass wir mal kurz umplanen. Na dann, Dornensprung. Objekte. Das habe ich schon während aufgepasst. Müsste eigentlich schon entdeckt sein. Ich habe das schon komplett entdeckt. Da mühe ich mich nicht mit Scanner ab. Oh ja. Gucken euch das mal an. Hä? Das ist doch ein moderat großer planetarer Nebel, wo es sonst Riss hat. Das ist doch mal. So, mal kurz die Karte hole. Oh, wir sind schon relativ nah dran, muss ich feststellen. Moment, wie. Ach ja, okay. Brauchen wir gerade unsere Plane, weil wir sind schon direkt dran. Mit Silberlicht, ja, eigentlich viel näher. Geht wohl nicht. Okay. Dann auf geht's. In den Nebel rein. Cool. Das ist wirklich nett, dass es auch so kleine Sachen gibt hier. Der absolute King Bijio wahrscheinlich, wenn du sowas mal als erster findest. Aber da brauchst du wahrscheinlich viel, viel Glück und viel, viel Ausdauer. Okay, mir wäre hier am Pulsar. 38 Himmelskörper, nicht schlecht zu mir. Cool, blau. Ich guck mal hier, was es hier so hat. Wie weit bist du entfernt? Du
könnte man doch eventuell auf so einem Mond mal landen, oder? Boah, das sieht cool aus. So, Moment, ich guck mal gerade, ob ich... Oh, 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 oh. Ist hier noch Wasserwild? Oder wie, oder was? Moment, da müssen wir mal schnell... Bemerkenswerte Sternphänomene? Was zur Hölle? Das wusste ich jetzt auch nicht. Wow, okay. Ja, nice. Ne, da hat sich irgendwas versteckt und zwar ein paar Monde. Ich hoffe, die... Wo waren die? Im Viererplanet. Ja, das dürfte eigentlich noch machbar sein von der Entfernung her. So, muss ich jetzt mal komplett scannen, eventuell. Hat es da noch ein cooler kleiner Mond? So, hier ist gleich schon das nächste. Ist das dann eine Wasserwelt oder wie es schaut, hä? Was ich jetzt um so einen Neutronenstern auch nicht unbedingt vermutet hätte. Eine Wasserwelt. Auch mit einem kleinen Ringsystem sogar noch. Nice. So, gucken wir mal schnell. Das ist noch relativ jung. Sollte man schon die viel älter waren. 2 Sonnen mal so relativ schwer. Ja, da wäre ich doch gerade versucht, auf so einem Mond muss landen. Wo kommen wir denn an? Hier sind auch ein paar schöne Berge. Und das könnte man sich wirklich mal angucken, den ersten Mond hier. Und wenn man nicht. Ja. Hello, ich muss den Mond anklicken. Oh ja, auch nicht schlecht, die Bergkette. So, was haben wir dann hier? Das ist eine Wasserwelt. 2,8 Erdmasse. Aber, so, was mal tun? Wir müssen auf jeden Fall die bemerkenswerte Sternphänomene anfliegen. Da gibt's nichts. Das muss sein. Die sind ja Gott sei Dank nicht so weit entfernt. Dann du mal die abklappere und dann gucken wir uns noch den Mond an. Also eventuell, ich weiß nicht, ob ich dort
lande oder ob ich überhaupt Pfeile auspacke. Mir fliegen einfach nur an, je nachdem wie eindrucksvoll der Berg ist. Beziehungsweise ob man da gut anfliehen könne. Nicht schlecht, dieses System hier. Dieses Elysium's Remnant. Nicht schlecht. Dann haben wir noch Collection of Wonders und Causality of Lotus. Naja. Okay, bist du immer Planetering oder? Oder nur Beime Planet? So. Wobei, wo man überhaupt hinfliehe. Ja, die sind im Ring, oder? Langsam gemacht, ne? Dass man da irgendwie total amokmäßig in der Ringerin scherbele. So, bin ich mal gespannt. Asteroiden und ich sehe noch nichts. Unsichtbare Tarnkappenpilze. Oh, jetzt. What? Was ist denn das? Ui, was? Was zur Hölle? Was zur Hölle? Was war das? Was ist das? Hilfe! Das ist neu. Das macht uns was. Holy fuck. Holy shit fuck. Bist du irgendwo? Wo ist hier irgendwas? Anomalie der Klasse P02. Was zur Hölle? Zusammensetzungsscanner. Okay. Kann ich hier den Codex aufmachen und dass die mir gleich das Schiff aufschmelze? Das ist definitiv biologisch. Ne, Anomalien. Der Klasse P. Guck mal, hier haben wir was. Eine Reihe von Phänomenen, die durch intensiv leuchtende Energiemuster gekennzeichnet sind.
Ein energiereiches Phänomen bestehend aus einem rotierenden, leuchtenden Kern, der spiralförmige Wolkenformationen aussendet. Auf oder um Planeten klassen Gasriese mit wasserbasiertem Leben, Wasserriese mit wasserbasiertem Leben, Ringe, Neutronensterne. Was zur Hölle? Kann ich dich, kann man da irgendwie in irgendeiner Art und Weise forschen? Kann ich dich anschießen? Passiert dann was? Wie stark hältst du mein Raumschiff auf? Schon gerade Panik, dass die 600 Meter, 512, nur 470 Meter. So, macht das, was mir da drauf schieße. Nee, das macht nichts. Was anderes? Holy shit, ey. Also ich hätte mit viel gerechnet, aber mit sowas habe ich nicht gerechnet. So überhaupt nicht. Das ist absolut krank. Haben Sie jetzt festgestellt, dass ich nichts mache, oder kommt das böse Avare noch? Holy shit, ey. Wow. Wow. Anomalie der Klasse PO2. Hammer. Ich wusste gar nicht, dass es sowas gibt. Und die Summe ist so komisch. Das hat was Meditatives. Wow. Also ich bin wirklich tief beeindruckt mal wieder. Würde ich sagen, wir sind hier doch gerade schön vom Ring weg. Warum könnte man noch irgendwie, fällt noch ein schönes Bild raus oder? Ja, so. Gut, dann. Achso. Gucken wir uns die anderen Sternphänomene aber auch noch an, würde ich sagen. Target
lassen die auch hier in dem ja so ungefähr irgendwie, ja? Das müsste doch genau, ja. Ja, das sind die andere. Bin ich mal gespannt, was das ist. Also das Tor hat sich ja schon gelohnt, hierher zu kommen, muss ich sagen. Haben wir was völlig Neues gesehen. Okay. Ah, guck mal, die da kennen wir. Die kennen wir doch, die da. Muss ich doch sagen. Die Mineralkugeln, die scannen wir noch. Die machen uns hier nichts. So, aber in dem Store-Sektor kannte man die logischerweise auch noch nicht. Das sieht doch auch so teilweise ein bisschen creepy aus irgendwie. Mit dem ganzen Nebel hier. Oh, da müsste ich mal... Genau, warte mal, da müssen wir mal drehen, damit wir hier... Sauber. Genial, genial. Gut. Ja, die da braucht man es jetzt nicht, denke ich, nicht groß anzugucken. Die kennen wir schon. Kugeln, die machen uns auch nichts. Dann. Ja, fliegen wir wieder hier raus. Eventuell mal gucken, ob man noch schnell an den Mond rankomme. Der Nebel ist einfach geil. Muss ich doch mal sagen. Also da an sich die, wow, die ganzen Nebel, Hammer. Also da an sich die Organisatoren von dieser Distant Worlds 2 haben sich da scheinbar schöne Zwischenziele überlegt. Also da würde ich definitiv noch mehr anfliegen, wenn es halt jetzt so wie der fast auf dem Weg leid. Das ist ja mal cool. Jetzt halt um dieses Dämon-Tromom ist jetzt auch schon alles entdeckt, aber... Ist doch egal, sieht doch wirklich schön aus hier. Oh komm, du bist hier beschleunige, dann könnte man das noch kurz angucken. Wenn es besonders beeindruckend ist, dann packe mal noch den Fighter aus in der nächsten Folge und ansonsten geht's weiter.
So, sind wir hier bald. Die Folge schon wieder über eine halbe Stunde lang, unglaublich. Ich glaube, das lohnt sich doch hier, oder? Hier kann man es auch ein bisschen aushalten. Ist, glaube ich, nicht so schlimm. Der hat so ganz, ganz dünner Ring. Das ist ja mal geil. So, was sehen wir hier? Langsamer da, dass meine Truff crashe. Ja, so herausragend im wahrsten Sinne des Wortes. Ist du jetzt eher nichts, oder? Ja, gut, dass du auch so schön zerklüftet die Landschaft, aber nö, da müssen wir, glaube ich, nicht. Ich dachte, es wäre was, wo uns Mähens aufhält. Na, nicht so wild. Moment, ich will hier nicht, ich will hier weg. Gut, dann würde ich sagen, können wir hier einen kleinen Cut machen und beim nächsten Mal geht es weiter. Sehr wahrscheinlich mit einer weiteren Sehenswürdigkeit. Schauen wir mal. Und bis dahin dann. Bye bye.